Hallo ihr Lieben, wie einige von euch wissen, studiere ich, beziehungsweise ich bin so fast am Ende von meinem Studium angelangt. Und zwar ist mein Hauptfach Germanistik, also deutsche Sprache und Literatur. Und mein Nebenfach ist Skandinavistik, also skandinavische Sprache und Literatur. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich so in meinem Hauptfach, also bei Deutsch quasi, so lese, weil das interessiert irgendwie lustigerweise immer ganz viele Leute, was ich da so den ganzen Tag lese. Und natürlich lese ich viel, viel mehr als jetzt diese Bücher in meinem Studium. Ich dachte nur, ich suche ein paar raus, die besonders bei mir hängen geblieben sind und die einfach sehr, sehr präsent waren. Wenn euch interessiert, was ich in meinem Nebenfach, also bei Skandinavistik, so lese, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich darüber auch noch ein Video drehen. Natürlich lesen wir im Deutschstudium sehr viel Goethe und da habe ich jetzt hier mal mein schönes Reklambüchlein gerichtet. Und zwar sind das die Wahlverwandtschaften von Goethe. Und da muss ich sagen, ich habe eine Hausarbeit drüber geschrieben und eigentlich fand ich das Buch ganz gut. Mir hat es mehr oder weniger gefallen. Es ist halt nicht mein liebstes Werk von Goethe, aber man kann sehr gut damit leben. Es geht einfach um ein Ehepaar und das bricht so ein bisschen auseinander, weil zwar weitere Leute dazukommen und das Alltagsleben von denen so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und es ist einfach sehr, sehr interessant und die ganzen Beziehungen sind halt einfach im Vordergrund. Und also es ist jetzt nicht unbedingt das unterhaltsamste Werk ever, aber ich finde, für ein klassisches Werk von Goethe kann man das durchaus mal lesen. Außerdem haben wir im ersten Semester die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht gelesen. Das ist ein Theaterstück, also es ist geschrieben wie ein Theaterstück, es ist quasi wie so ein Skript. Und ich muss sagen, mir hat es eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr unterhaltsam und ich hätte es auch so in meiner Freizeit gelesen, weil ich es ziemlich, ziemlich cool finde. Es geht so grob gesagt um den Konkurrenz- und Existenzkampf von zwei Geschäftsleuten. Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es ist auch lustigerweise mit ganz viel Musik. Und ja, ich finde, man kann es durchaus lesen. Vor allem ist es auch sehr, sehr schnell gelesen, weil es eben echt sehr dünnes und wenn ihr euch für sowas mal interessiert, kann ich euch das sehr empfehlen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der gute alte Franz Kafka und das ist jetzt einfach ein Band mit ganz vielen Erzählungen und ich muss sagen, Kafka ist mit Goethe so mein größter Favorite von diesen ganzen klassischen Autoren und ich finde seinen Schreibstil so genial, ich finde seine Ideen krass. Ich finde einfach jede Erzählung oder jeder Roman, den man von ihm liest, wenn man damit fertig ist, dann denkt man so, oh krass, oh, ich will immer ausrasten, weil ich dann immer so wie so ein Mic Drop mir vorstelle. Ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ich studiere Germanistik, was erwartet ihr? Ich habe ja auch eine Hausarbeit darüber geschrieben und zwar über In der Strafkolonie. Das Werk hat es mir irgendwie besonders angetan, einfach weil es so extrem ist und so krank und so gestört, aber irgendwie letztendlich doch irgendwie ganz cool. Ja, dieser Band hier, den finde ich halt besonders cool, weil da eben auch sehr viele Erzählungen drin sind, die nur so eine Seite oder zwei Seiten lang sind und die kann man sich halt echt gut mal anschauen und durchlesen und ja, ich finde, das ist echt eine coole Sache. Dann hatte ich auch mal ein Seminar zu Gottfried Keller, die Leute von Seldwyla und das ist, wie ihr merkt, auch schon etwas dicker. Und es ist einfach ein Novellenzyklus mit ganz vielen verschiedenen Werken über Leute, die in Seldwyla leben. Das ist ein Ort und jede Geschichte handelt eben von anderen Leuten in dieser Stadt. Ich fand das eigentlich ganz gut. Die eine Story hat mir ein bisschen besser gefallen als die andere. Man kann sich das schon mal durchlesen, weil es ist eigentlich auch sehr, sehr lustig teilweise und unterhaltsam. Daraus könnt ihr zum Beispiel Kleider machen Leute kennen oder auch die drei gerechten Kammacher oder sowas. Und ich habe zum Beispiel auch über die drei gerechten Kammacher eine Hausarbeit geschrieben. Und soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, es ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, es ist eigentlich ganz cool und man kann sich das auch echt mal geben. Auch wenn es jetzt nicht so spannend ist, wie zum Beispiel was von Kafka oder Goethe. Okay, ich höre mich gerade echt an wie so ein richtig harter Germanistik-Nerd. Aber ja, Goethe und Kafka sind einfach meine Bros. Es tut mir leid, die sind einfach super cool. Und Gottfried Keller finde ich auch ziemlich cool vom Schreibstil her. Von Fabian Hischmann. Am Ende schmeißen wir mit Gold. Das habe ich gerade erst vor einem Jahr, glaube ich, im Seminar gehabt. Und es geht um einen jungen Mann, der hat Sommerferien. Also er ist Lehrer und er hat jetzt Sommerferien und passt eigentlich auf das Haus von seinen Eltern auf, weil die auch im Urlaub sind. Und plötzlich bekommt er einen Anruf, dass seine Eltern gestorben sind. Und deshalb begibt er sich dann auf einen Roadtrip, um zu seinen Eltern zu fahren, weil die ja im Urlaub sind und er sie dort abholen muss, quasi. Letztendlich fand ich es einfach mega langweilig geschrieben. Oh nee, also der Schreibstil hat mich richtig aufgeregt, weil es einfach so
ganz simple Sätze sind, aber zu simpel. Also, nee, das fand ich einfach nicht so cool. Und auch allgemein, was dann so passiert ist, fand ich richtig langweilig. Ich dachte eigentlich, dass das ziemlich cool sein könnte, aber es hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Aber da gibt es auch echt geteilte Meinungen, weil es auch in meinem Seminar sehr, sehr viele gab, die dieses Buch total gefeiert haben und richtig cool fanden, aber mir hat es eben gar nicht gefallen. Dann habe ich jetzt aber noch ein Buch für euch, das ich ziemlich cool fand, und zwar für alle, die auch Lyrik interessiert. Und zwar ist das Regentonnen-Variation von Jan Wagner. Das ist auch noch ziemlich neu, würde ich sagen. Denn es stammt aus dem Jahr 2014. Und es besteht eigentlich ziemlich aus Gedichten und aus Lyrik im Allgemeinen. Und es ist einfach sehr, sehr cool, weil es so ziemlich mit der Natur verbunden ist und ziemlich coole Anspielungen hat. Und auch die ganze Sprache ist so cool. Und ja, also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn euch Lyrik interessiert, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil das habe ich echt gefeiert. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen, was ich so in meinem Studium gelesen habe. Vielleicht überlegt ihr euch ja auch, irgendwie Germanistik zu studieren. Dann lest ihr eventuell auch sowas oder sowas in der Art. Wenn euch interessiert, was ich in meinem Nebenfach lese, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare und gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Büchern und zu Geschichten im Allgemeinen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!